Alors moi, je dirais que les limites personnelles que j'ai dépassées, c'était surtout les limites physiques. Quand on a fait nos exercices, quand il y a l'exercice final, au fur et à mesure, en fait, on est amené à dépasser ce qu'on pensait faire pour arriver à des points où on peut dire waouh, ça, j'ai pu le faire. Et puis tout en mélangeant ça avec l'information de catastrophes, où on a appris à aller chercher des personnes sous les décombres, par exemple, à poser des perfusions entre 30 cm d'espace. Ça, c'est quelque chose, on ne pense jamais le faire un jour. Et puis là, j'ai pu voir que les limites que j'avais dans ma tête, c'est vrai que j'ai pu les dépasser facilement. Absolut. Also gerade, ich denke, gerade in den Spitex-Diensten treffen wir manchmal Situationen an, wo ich muss improvisieren muss oder wo das Material daheim nicht vorhanden ist oder wo ich vielleicht einen Verband muss machen muss, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, wenn jemand gestürzt ist und eine Wunde hat. Und ich muss ein bisschen schauen, was ist in diesem Haushalt überhaupt vorhanden oder mit irgendeinem Notset, wo ich dabei habe, etwas improvisieren. Und von dem her, ja, ist es nicht viel anders. Also Also es gibt sicher Grenzerfahrungen im Dienst oder auch im privaten, beruflichen. Ich denke, wenn man Grenzen mal kennt von sich selber, macht das einem sicher stärker und man kennt sich dann auch besser.